Boah, guckt euch was an. Überall Schnee. Wunderschön. Der Winter hat endlich Einzug gehalten, wenn wahrscheinlich auch nur kurz, aber alles hier schön verschneit. Ich bin trotzdem auf dem Weg nach Saarbrücken, denn heute stehen wieder Ausschüsse an. Ich bin zuerst bei der Obleutebesprechung Grubenwasser, die direkt um 11.30 Uhr sein wird, weil um 13.30 Uhr der Untersuchungsausschuss Grubenwasser tagt. Meines Wissens sind keine Beweisbeschlüsse vorhanden, also außer jemand bringt sie jetzt noch als Tischvorlage, was ein bisschen unverschämt wäre. Es geht um den weiteren Gang der Untersuchung und die Zeitplanung fürs Jahr 2017, sprich was wir bis zur Wahl mit dem Untersuchungsausschuss noch hinkriegen. Dazwischen, also zwischen dem 11.30 Uhr und 13.30 Uhr Termin ist um 12.30 Uhr der neue Justizausschuss. Da geht es um das Gesetz für psychologische Prozessbegleiter. Das heißt, Leute, die einen bei Gerichtsprozessen psychologisch unterstützen, Opfer begleiten können, damit die eine Stütze haben vor Gericht. Und da gab es noch einiges, was im Argen lag bei dem Gesetzentwurf. Das hat die Anhörung gezeigt, war wahrscheinlich auch ein bisschen überraschend für die Koalition, weshalb sie kurz vor der Winterpause dieses Thema nochmal von der Tagesordnung des Ausschusses genommen haben, um noch Zeit zu haben, einen Abänderungsantrag zu schreiben. Ich muss jetzt gleich mal gucken. Gestern war noch kein Abänderungsantrag der Koalition eingegangen. Wir haben einen geschrieben, die Grünen haben auch einen formuliert. Jetzt gehe ich mal davon aus, trotzdem, dass die Koalition noch einen hingekriegt hat. Ich nehme an, dass sie den gestern in ihrer Fraktionssitzung noch abstimmen mussten. Ausschüsse sind für heute geschafft. Der Untersuchungsausschuss war, wie erwartet, jetzt nur die Festlegung der nächsten Termine und die Vereinbarung, dass wir uns jetzt für die restliche Zeit darauf konzentrieren, die Giftstoffe noch näher zu betrachten, die potenziell oder wahrscheinlich eher wirklich unter Tage sind, wo ja die Gefahr besteht, dass sie mit dem Grubenwasser ausgespült werden könnten und dann in die Umwelt gelangen. VR-Ausschuss, also Justizausschuss, da ging es ja um das psychosozialen Prozessbegleiter. Da gab es jetzt im Endeffekt drei Abänderungsanträge. Einmal unserer, der umfangreichste war, dann einen von den Grünen, der ein bisschen weniger drin hatte und der von der Großen Koalition, der jetzt doch noch heute früh gekommen ist, der dann den geringsten Umfang hatte. Allen drei war gleich, dass wir aus dem Gesetz rausgestrichen haben, was das Ministerium ursprünglich reingeschrieben hatte, nämlich dass die Prozessbegleiter saarländischen Hilfsorganisationen angeschlossen sein müssen. Das heißt, in Zukunft müssen sie nur noch organisiert sein, aber nicht unbedingt bei einer saarländischen Organisation, weil es kann ja sein, dass ein Opfer, das vor Gericht ist, entsprechend auch eine Organisation aus Rheinland-Pfalz, Hessen oder wo auch immer eben haben möchte, jemand von dort haben möchte. Und warum soll man dem gesetzgeberisch im Wege stehen? Das hätte in der Verfassung vermutlich auch Probleme gemacht, wenn man das so gemacht hätte. Wir hätten noch den Änderungsantrag gehabt, dass wir noch eine Fortbildungspflicht reinschreiben. Die ist im Bundesgesetz auch schon drin. Wir hätten das aber noch etwas detaillierter ins Landesgesetz schreiben wollen. Und eine Geheimhaltungspflicht hätten wir noch mit aufgenommen gerne. Das heißt also, dass der Prozessbegleiter dann eben keine Auskunft darüber geben darf, was er von dem Opfer im Prozess erfährt. Hier ist es leider so, dass es Richter gibt, die dann gegebenenfalls auch so einen Prozessbegleiter in die Zeugenvernahme nehmen und der hat eben kein Zeugnisverweigerungsrecht, wie das Ärzte, Anwälte oder beispielsweise Priester haben. Das halten wir durchaus für ein Problem, denn da ist ja schon eine enge Beziehung zwischen den Prozessbeteiligten und den Begleitern. Das hätten wir gern anders geregelt, war so leider nicht mehrheitsfähig. Noch eine andere lustige Sache, die FDP hat heute ihre Landtagswahlkampagne fest vorgestellt. Erstmal, naja, über die Vorstellung brauchen wir jetzt nicht zu reden. Wenn es euch interessiert, schaut euch auf Facebook mal das Video an. Ich sag's mal so, Videos kann man schneiden und man kann durchaus auch einen ordentlichen Ton bereitstellen. Aber mal ganz abgesehen von diesem Drumherum ist es auch inhaltlich ein bisschen schwierig.
Weil ich zugeben muss, es ist natürlich auch schwierig für die FDP im Saarland. Sie hat halt kein eigenes Thema, kein Programm erarbeitet. Ich meine, was will sie auch groß sagen? Noch mehr sparen als die Landesregierung. Ich glaube, das käme nirgends gut an. Und so hat sie sich jetzt darauf eingeschossen, eben nicht für irgendwas zu sein, sondern gegen Rot-Rot-Grün. Das ist der Gegner der FDP im Saarland. Ja, erinnert ein bisschen an die Westerwelle-FDP. Kann man so machen, dann tritt man halt alles in die Tonne, was der Lindner in letzter Zeit wieder halbwegs aufgebaut hat an Liberalem. Ja, finde ich ziemlich dämlich. Und noch dazu gibt es ein schönes Plakat jetzt hier von der FDP mit dem Spruch, den muss ich nochmal lesen hier, weil den kann man sich leider nicht merken. Rot-Rot-Grün gehört zum Saarland, wie das Saarland zu Frankreich. Das ist in mehrfacher Hinsicht natürlich ein bisschen Panne. Erstmal ist der Spruch viel zu lang und viel zu kompliziert. Zweitens ist er inhaltlich dämlich, denn was soll uns das sagen? Saarland hat nichts mit Frankreich zu tun. Wir sind immerhin das französischste aller Bundesländer, waren ja auch eine Zeit lang Teil von Frankreich. Gut, jetzt kann ich natürlich sagen, okay, Saarland gehört irgendwo zu Frankreich, genau wie Rot-Rot-Grün, weil das ist vielleicht nicht die schlechteste Idee, aber ich glaube, das ist nicht die Intention der FDP an der Stelle. Zweites Dings mit diesem Plakat, also wenn ihr euch jetzt vorstellt, dass jetzt mal abgesehen davon, dass der Olli Luksic auf dem Plakat ein bisschen aussieht wie der Mao Zedong, aber dann davon abgesehen, stellt euch vor, das hängt irgendwo an der Straße und man fährt vorbei und das Einzige, was man dann noch wahrnimmt, ist Rot-Rot-Grün gehört zum Saarland, ist vielleicht auch als Kampagne für die FDP ein bisschen schwierig. Naja, mal was zum Lachen. Man sagen, solange die FDP hier so einen auf krawallig macht und keine Inhalte zu bieten hat, hat sie halt im Landtag auch nichts verloren.